Die Schützin hier war Aru. Darf ich die Frau mal sehen? Ja, du kannst sehen, wie die Hauptfrau dann zu der, ja, ziemlich durchschnittlich aussehenden Bogenschützen geht. Und daneben stehen wohl auch noch die Armbrustschützen, die, oder auch die Abalonschützen, die nicht ganz so glücklich aussehen und dann so ein bisschen grimmig in Richtung von Aru blicken. Mein Herr, ich hoffe, ich habe mit meinem Schuss nichts Falsches getan. Oh, nein, nein, nein. Mehr als beeindruckend. Wann habt ihr es entdeckt? Wie nah war es? Nun, ich selber habe den Botenvogel nicht entdeckt. Das war Xantilia da drüben. Aber nachdem ihr Pfeil nicht getroffen hat, habe ich meinen Pfeil geschickt. Wir sind darauf vorbereitet. Vor allem in der blutigen See kann man nie wissen, gegen was für Kreaturen man kämpft. Daher haben wir unterschiedliche Pfeilspitzen. Meiner war ein kleiner Splitter von Bernstein. Er hat getroffen und diese dämonische Kreatur in die Niederhöllen zurückgetrieben. Dabei fiel diese Botschaft hinunter. Wir wissen nicht genau, an wen sie bestimmt ist, aber vielleicht gibt es hier einen Verräter an Bord. Ja, wunderbar. Ich informiere die Kapitänin. Bleibt hier. Ja, wenn du dich umdrehst, kannst du sehen, wie die Hauptfrau wohl auch wieder mit dir zur Kajüte schreitet. Wir haben selbstverständlich Vorsorge getroffen für diesen Fall. Es ist diese Jamila Sonia Jamilha, die mit dem einen Auge. Wir haben nicht nur Bernstein, sondern auch unsere Pfeile in efferteiliges Wasser getaucht. Wir sind für alle Dämonen gewappnet. Ja, ich bin ehrlich, ich bin beeindruckt. So, lasst mich mal die Kapitänin aufwecken. Sulamin. Sulamin, ich weck dich ja immer gerne. Sulamin schläft noch gar nicht, ist mit einem Satz auf den Beinen. Und? Na, deine kleinen Favoriten haben's gemacht. Wir hätten eine Wette abschließen sollen. Aber ja, es freut mich, dass wir kompetente Leute angeheuert haben. Mögt ihr die Truppanführerin und die Schützin? Ich nehme an, das ist nicht die Anführerin, oder? Sie sagte, dass sie eher eine leitende Funktion innehat. Kurz hereinbitten? Natürlich wollt ihr auch die, die es gesehen hat, weil ich bin ganz ehrlich, das ist eigentlich der beeindruckendste Part. Aber ja, natürlich. Wunderbar, wunderbar. Eine Minute später stehen die Anführerin, Damilia, Xantilia und Aru in der Kajüte. Ja, Sulamin lässt sich die Nachricht aushändigen, faltet sie effektvoll auseinander und liest die Worte darauf. Von der Kerze lernte ich drei Dinge. Weinen, hinzuschmelzen, zu verbrennen. Dann legt sie den Zettel lächelnd beiseite. Ein Codewort? Ein altes, thulamidisches Gedicht. Weiter nichts. Eine bemerkenswerte Leistung. Ich gratuliere euch. Also war es ein Test. Es war ein Test, den ihr mit Bravour bestanden habt. Unser erster Schuss ging fehl, er war profan, der zweite hat getroffen. Denn er war nicht profan, da ihr gut vorbereitet seid. Das ist außerordentlich bemerkenswert und soll entsprechend belohnt werden. Wir erwarten keine Belohnung, wir erwarten lediglich eine Einstellung. Nun, ich habe die Absicht, euch einzustellen. Und dennoch sollen die beiden nicht leer ausgehen. Unser Geschützmeister ist auch handwerklich sehr bewandert und solltet ihr den Wunsch verspüren, eure Waffen noch weiter personalisieren zu lassen, dürft ihr beide ihn gerne ansprechen.
Ich werde Ihnen in Kenntnis setzen, dass es in diesem Fall nicht nur einer Person zu verdanken ist, dass das Ganze gelingen konnte. Wir werden uns beraten, inwieweit wir auf ihn zukommen können. Hab Dank. Nun gut. Dann habt Dank für diese beeindruckende Demonstration eurer Fähigkeiten und ihr dürft euch zur Ruhe begeben. Damit gehen sie wieder raus. Naja, ich geb's ja zu. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Armbrustschützen das machen, aber naja. Nun ja, ich denke, ihre Stärken liegen auf anderem Gebiet. Ich bin sicher, so eine Armbrust richtet sehr viel mehr Schaden an. Aber ob sie nun perfekt geeignet ist, um im Dunkeln einen kleinen Brief vom Himmel zu holen? Nun ja. Ich denke, wir sind mit beiden gut bedient. Ja, da mögt ihr nicht Unrecht haben. Ich würde übrigens die Dukatengardisten von ihren normalen Aufgaben entledigen. Jetzt, wo ich die anderen habe. Ja, ihre Qualitäten sind wohl bis zu einem gewissen Grad verschwendet, wenn sie einfach nur Wache stehen, oder? Oh nein, sie werden Wache halten. Hier, vor unseren Kajüten. Aber wir haben einfach nicht mehr genug, um die auch in anderen Positionen einzusetzen. Ja, dann ist das wohl eine notwendige Änderung, denn sie sollen sich ja auch nicht überarbeiten, denn das würde ihre Fähigkeiten nur einschränken. Naja, und wir müssen uns überlegen, was wir im Urlaubdeck machen. Da haben ja vorher die ganzen Trollsacker gehaust. Das heißt, wir haben dort jetzt Platz oder sind irgendwelche Renovierungen notwendig? Naja, ich habe ein bisschen aufgeräumt, die haben da schon ziemlich viel zermöbelt, aber so dramatisch ist es nicht. Ich habe überlegt, ob wir nicht die schwarzen Köche vom Dobirach mit ihnen einquartieren. Und wenn sie so hartgesotten sind, wie sie sich selbst darstellen, dann sollten sie damit wohl klarkommen. Ja, ich denke, das müssen wir auf den Versuch ankommen lassen. Gut, dann richte gerne auch den alanfanischen Schützen meine Grüße aus. Ich bin sicher, es bedeutet nicht, dass sie unfähig wären oder dergleichen. Dass sie dieses Rennen heute Nacht nicht gemacht haben. Ja, ich werde eure Grüße bestellen. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Nacht. Dir ebenso. Ja, und mit diesen Worten würde ich nochmal kurz und angebunden auch die Armbrustschützen anschauen. Heute habt ihr den Schuss nicht gemacht. Aber bin gespannt, ob ihr sie beim nächsten Mal schlagen könnt. Selbstverständlich, wir freuen uns auf eine zweite Gelegenheit. Ihr seid meine kleinen Favoriten und die Capitana favorisiert die anderen. Blamiert mich nicht. Werden wir nicht. Wunderbar. So vergeht die Nacht. Wir schreiben den 11. Hesinde. 8 Uhr. Morgendliche Offiziersbesprechung oder brauchen wir die nicht? Oh du, also ihr könnt doch direkt aufbrechen. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Nun, wir warten natürlich auf Antwort von den Briefen, aber ich denke, wir machen auf jeden Fall in der Früh eine Offiziersbesprechung. Also die Antwort von den Briefen ist auf alle Fälle eingetroffen. Sowohl die Sulman al-Nasuri ist bereit, euch zu empfangen. Ruban ibn Dahmani wird euch an seiner großfürstlichen Werft empfangen. Da habt ihr dann noch die Erlaubnis, mit euren Booten, Ruderbooten einzufahren oder mit einer kleinen Schaluppe oder wie auch immer. Aber da dürftet ihr dann eben die großfürstliche Werft hineinfahren. Der Fürst selbst, der Großfürst von Kunchum, empfängt euch nicht. Das wird euch mit einem Boten auch so dargestellt. Der hat kein Interesse daran, sich mit zweitklassigen Helden abzugeben. Und mit der Schiff- und Seefahrt hat er erst recht nichts am Hut. Das ist unter seinem Niveau.
Aber die Werft gehört dem Großfürsten und wir treffen dort Dachmani. Robern ihm Dachmani, genau. Gut. Alles klar. Wen hält er denn für erstklassige Helden? Sein Sohn. Ich glaube, er will generell keine Helden sehen. Das ist die Aussage. Er hat vor allem keine Lust auf Seefahrt. Seele Kulibin hasst die Seefahrt und wird dementsprechend auch nichts, keine seefahrenden Helden empfangen. Das ist ihm auch egal, wenn ihr irgendwelche Erbteichen schlechter seid. Die Seefahrt hat ihm nichts Gutes gebracht und naja, er ist halt der Großfürst. Ihre großfürstliche Durchlaucht Seele Kulibin von Kunchom und seine Frau Shenny Kulibin Kassan Aitula Talusa. Also, was bitte, ihr seid Vizier. Ja, Vizier, ihr dürft den Dreck unter seinem Stiefel wegmachen, ja. Elementarbahn Erz. Das ist ihm egal, wie er es macht, aber sein Sohn ist ein Held. Prinz Stippen Kulibin von Kunchum, das ist ein Held. Alles andere ist unter seiner Würde. Alles klar. Zulamin empfängt dann die anderen zur Offiziersbesprechung mit süßem Minztee und legt gerade noch eine von diesen Nachrichten beiseite. Ich fürchte, der Großfürst würde uns wohl leider nicht empfangen. Nicht ganz unerwartet, aber es war den Versuch auf jeden Fall wert. Aber beide Dachmanis würden sich freuen, uns heute zu treffen. Das ist doch schön. Hervorragend. Nun, erst die Arbeit oder erst das Vergnügen? Erst Ruban wegen dem Geld? Oder erst sein Sohn, um die Sulman al-Nasori zu betrachten? Die Sulman? Naja, ich bin ganz eindeutig für Geld. Nun, die Sulman al-Nasori wird uns schon nicht weggefahren, vermute ich. Deswegen würde ich mich auch erstmal um die Finanzen kümmern. Die sind entscheidende Sachen für unsere Glorie. Ja, ich denke auch. Ich hatte lediglich die Überlegung, ob wir uns vielleicht, indem wir uns mit dem Sohn gut stellen, eventuell ein paar Pluspunkte bei seinem Vater sammeln könnten. Aber ich denke, das wird kaum entscheidend ins Gewicht fallen, denn im Endeffekt geht es hier um Geschäftliches. Und ja, ihr habt recht, es wird Zeit, dass wir handlungsfähig werden. Die Bogenschützen haben sich letzte Nacht sehr bewährt und wir würden daher gut daran tun, sowohl sie als auch das Schützenregiment Perlenmeer schnellstmöglich einzustellen. Na, das ist doch schön. Ja, nachdem wir die Finanzen geklärt haben, würde ich mich dann auch nochmal mit... Es sei denn, ihr wollt ihn nochmal treffen, die schwarzen Köche vom Dorirach. Nein. Bevor wir jemandem eine endgültige Zusage geben, möchte ich gerne eine Liste mit Namen an den Fex-Tempel geben. Nur um sicher zu gehen, ob irgendjemand einmal im Zusammenhang mit dämonischen Umtrieben genannt wurde. Um sicher zu gehen. Das wird uns ein wenig Geld kosten, aber ich denke, das ist eine gute Investition. Ja, können wir gerne machen. Ich nehme an, die Hälfte von den Bastarden kann zwar nicht schreiben, aber Namen werden sie haben. Ja, ich denke, in diesem Fall wird es das Sinnvollste sein, die Anführer zu haben. Denn wir werden die Mannschaft natürlich wieder einschwören, wie beim letzten Mal auch im Effa-Tempel und hoffen, dass wir auf diese Art und Weise vom Übelst verschont bleiben. Haben sich die Armbrustschützen gestern bewiesen? Die Sonne von Zorgan hatte die Nase vorn. Die Bogenschützen haben also den Wettstreit gewonnen. Ja, wie es aussieht, haben sie den Bodenvogel zuerst gesichtet und der zweite Pfeil hat ihn dann auch heruntergeholt. Ach, wem darf ich also einen Bogen bauen? Die Damen waren sich noch nicht ganz sicher, ob sie es annehmen wollen. Sie haben darauf beharrt, dass es ihnen nur um die Anstellung geht. Aber wenn es eure Zeit erlaubt, es muss ja auch nicht sofort sein, ich habe beiden an dem Erfolg Beteiligten gesagt, dass sie sich an euch wenden dürfen. Naja, wenn sie nicht wollen, weniger Arbeit für mich. Obwohl ich mich natürlich gefreut hätte, noch eine Abalone oder Abalette
herzustellen. Daran habe ich deutlich mehr Spaß als an dem Bogen. Aber wenn die auf mich zukommen, dann werde ich ihnen natürlich ihren wohlverdienten Sieg gönnen und Gewinn austeilen. Nun, wir werden sie sicher auch bald im Einsatz sehen und vielleicht findet sich dann auch unter den Avalonenschützen jemand, von dem ihr selbst sagt, dass er oder sie es verdient hätte. Die eigentliche Schützin hieß Ahu und die den Vogel gesichtet hat, irgendetwas mit X. Aber ja, sollten sie sich tatsächlich an euch wenden, bin ich sicher, dass es nicht zu Missverständnissen kommen wird. Ich habe gestern noch mit der Frau gesprochen, die sich für uns, für die Geschütze bedient hat. Es handelt sich dabei wohl tatsächlich nur um eine Einzelperson, die angeheuert werden möchte. Sie hatte auch diese bizarre Idee, einen Bock auf dem Schiff anzubringen, obwohl ich diese Möglichkeit schon öfter durchdacht habe, aber überzeugt davon bin, dass das wohl nicht klappen mag. Nun, wir müssten nur das Steuerrad etwas verlegen, denke ich. Das sollte machbar sein. Hinten zumindest. Ich weiß nicht, warum ich mich daran erinnere, aber ich meinte, ihr hättet diese Idee bereits einmal verworfen? Ja, richtig. Nun ja, ich denke, ich könnte es nochmal durchrechnen und durchdenken. Man könnte es hinbekommen. Das Schiff bekommt natürlich etwas, nun ja, Hecklastiges, aber das können wir vorne wieder ausgleichen, indem wir zusätzliche Gewichte in den Bug packen. Nun, mir kommt das etwas fragwürdig vor, aber wenn ihr es durchrechnen wollt, gewiss, ich denke, ihr werdet davon mehr Ahnung haben als diese Geschützmeisterin? Wo will sie diesen Bock überhaupt hernehmen? Aber mir, und wenn du Hilfe beim Rechnen brauchst, wir haben einen Golem. Schauen wir einmal. Ich erinnere mich, in Al-Anfa, da waren wir in der Universität, da hast du dich auch blamiert beim Rechnen. Oh, hat er sich verrechnet. Da war dieses Sternpendel und er hat die ganze Zeit mit dieser Geweihten diskutiert und dann hat sie ihm gezeigt, wo sein Rechenfehler war. So war das. Sie hat sich verrechnet. So nein, nein. Nein, du hast dich verrechnet. Das war recht offensichtlich. Kommen wir zum eigentlichen Punkt wieder zurück. Wo hat sie diesen Bock her? Sie wachsen ja schließlich nicht auf Bäumen. Ja, das ist das Interessante. Die Frau hat wohl nicht nur einen Bock, sondern ein ganzes Arsenal an Geschützen, welche sie uns kostenfrei zur Verfügung stellen würde, sofern sie eine Anstellung auf unserem Schiff erhält. Das klingt komisch. Ja, das klingt mehr als obskur, Diamantas. Ich kenne mich nicht wirklich aus mit Geschützen, aber glaub mir, wenn sie billig zu haben wären, dann hätten wir längst so viele Geschütze, wie wir nur irgend auf dieses Schiff packen könnten. Die sind auf jeden Fall gestohlen. Darüber müssen wir uns keine weiteren Gedanken verschwenden. Aber sie könnte uns bis zu 30 leichte Rotzen zusagen. Und das würde uns einen Haufen an Dukaten sparen. Dann bräuchte man auch zusätzliches Personal für die Rotzen, nicht wahr? Das bräuchten wir tatsächlich, wenn wir denn alle zeitgleich bemannen wollen. Aber zusätzliche Geschütze. Alles, was sie dafür will, ist angestellt zu werden. Und wem machen wir uns damit zum Todfeind? Sie sagte zumindest nicht die Thulamiden. Und seid ihr sicher, dass die Dinger gestohlen sind und nicht aus Quellen kommen, zu denen wir vielleicht keine Beziehung haben wollen? Wir sollten dem Ganzen auf jeden Fall mehr Nachforschung geben, aber ich würde dem eine Chance geben. Ich biete die alteingesessene und sehr bewährte Lösung an. Ich schaue ihr in die Gedanken. Nun gut, wenn sie gerade an ihren Auftraggeber denkt, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Naja, man kann sie ja dahin führen, daran zu denken. Und dann im richtigen Moment, zack, schlappt die Falle zu. Denkt ihr wirklich, sie ist so naiv? Nun, jemand anders müsste Gesprächsführung übernehmen und sie weiß ja nicht, dass ich ihr in die Gedanken blicken kann. Das ist wahr, die meisten denken überhaupt nicht, dass ein Zwerg irgendwie etwas mit der Magie am Hut haben könnte. Nun, also, das Ganze klingt mir mehr als obskur und es ist einfach zu gut, um wahr zu sein, wenn ihr versteht, was... ja. Es klopft an der Tür. Verzeihung, wir wollten nicht stören, aber
Da draußen steht irgend so ein Bornländer, der mit euch reden will. Mehrere. Er sagt, er ist Kapitän von irgendeinem Schiff. Und ach so, er ist Held. Ich dachte, das wären die Bornländer aus der Bäckerei. Es könnte dieser Freund von Magistra Kohlraab sein. Lass ihn herein. Alles klar. Ja, dann könnt ihr, die Tür wird offen gelassen, während die Bornländer dann nach und nach eintreten und sich die Kapitänskajüte dann doch etwas füllt. Trotz des Sofas und des großen Tisches hier könnt ihr dann sehen, wie 2, 3, 4 Leute und Magistra Kohlraab eintreten. Ah, Doppelhutre. Ah, Magistra. Euer Bekannter, Piotr Holmen, wenn ich recht informiert bin. Da, ich bin Piotr Holmen. Ihr habt von mir gehört, da? Ja, sehr erfreut. Magistra Kohlraab hat eine hohe Meinung von euch. Na, ich kommandiere die Marschallin Jadwige von Humagraben. Ich habe viel von euch gehört, da. Das freut mich. Ich bin Boltax. Offensichtlich hat man im Bornland wirklich viel von mir gehört, auch wenn ich nicht weiß, warum. Aber es freut mich, dass ihr von mir gehört habt. Setzt euch doch, setzt euch. Kommt her. Privet, Boltax. Was für eine Freude, dich endlich kennenzulernen. Der großgewachsene, kahlköpfige Bornländer in lederner Rüstung mit verschiedenen Glyphen drauf, die fast seinen ganzen Körper umschlingt, kommt auf dich zu und nimmt dich erstmal vom Sofa und umarmt dich im festen Griff. Ja, ich erwidere die Umarmung. Das ist ja nichts Negatives. Hallo, ich bin Boltax und es freut mich. Wer bist du? Och, ich bin Borniew. Och. Ah, du hast mir Bornski, geschrieben. Da. Großer nerdsendischer Held. Ja, ich habe von ihm gehört. Das ist auf jeden Fall gut zu merken. Ja, er hat mir einen Brief geschrieben. Ihr erinnert euch? Ich erinnere mich. Ihr wart bei der Zerstörung von Nersand zugegen und habt als einziger oder einer von wenigen überlebt? Oh, richtig, richtig, einer. Wirklich grauenhafter Tag, was sich zu diesem Zeitpunkt dort unten am Meer getan hat. Ich will da gar nicht dran zurückdenken. Aber beginnen wir diese Unterhaltung doch richtig. Ich habe extra für diesen Augenblick eine Flasche Mischkines mitgebracht. Ah, Mischkines. Da könnt ihr nicht Njet sagen. Nein, kann ich nicht. Sehr schön. Morgens trinkt sich Mischkines am besten, oder? Hab ich gehört. Da, man, es ist wie ein gutes Frühstück, ja? Ohne einen guten Mischkines kann man nicht frühstücken. Da, so startet man am besten in den Tag. Nastarovje, meine Freunde. Nastarovje. Nastarovje. Ja, ich stoße mal. Freund, man misstrauisch dieses Getränk, diesen kleinen Becher. Ja, die Becher sind gar nicht so klein. Das ist ja auch ein Frühstücksbecher. Ich nippe dran. Magister Kohlraab schaut pikiert, aber belustigt. Das erste Mal, dass ihr sie irgendwie grinsen seht. Sulamin behält das im Auge, das erstaunt sie sehr. Das ist sehr ungewöhnlich für die Frau Magistra. Also, meine Freunde, ich habe gehört, dass ihr mir Magistra Kohlraab abgeben wollt, ja? Eine sehr gute Wahl. Also, wie können wir eure kleinen, eure bunter Wogen helfen, da? Aber, Potjerev, wir sind doch noch gar nicht vollständig. Wo habt ihr denn Jalan gelassen? Ist doch immer schön, einen weiteren Landsmann zu sehen. Da, ja, Boss Greif im Mund. Da gibt es einige Schwierigkeiten. Also, wir waren, auf Yandraskan und infolgedessen waren wir in einer Pyramide und Jalan ist tot. Wir befanden uns auf der Quanionsqueste und nun ja, Jalan war nicht nur ein großer Held, sondern auch ein Geweihter des Prios. Und Prios hat ihn zu sich gerufen. Er hat ihn entrückt. Was merkt? Och, dabei, was für ein Tag! Ein weiterer großer bondeschländischer Held, der uns verloren geht. Greife uns. Darauf muss ich noch ein trinken. Im
müsst es so sehen. Da, ein weiterer Ludwig war wirklich ein großer Bornski. Ein weiterer Held, der aus den Höhen Alvarans auf uns herablächelt. Nun, wie dem auch sei, kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Wie da. Ihr uns helfen könnt. Nun, in erster Linie, indem ihr zur Stelle seid, wenn endlich der Tag gekommen ist, da wir uns gegen Darion Paligan und die Plagenbringer wenden können. Nicht. Wir wollen Mut beweisen, da? Wir sind große Helden, wir werden nicht auf der Stelle umtreten, ne? Guckt euch Bornjev Bornski an. Er ist nicht nur ein Held von Nersan, sondern ein Held von Bornland. Ja, ich habe, wie wir alle hier, nur schlimme Zeiten überlebt und hatte das Glück, das Ganze zu überleben. Hier ist Destiny. Also, ich weiß, wie ihr uns helfen könnt, euch zu helfen. Ja, da bin ich aber gespannt. Dabei, ihr habt den Reif der Wellen. Gebt ihn uns. Den haben wir. Gebt ihn uns und wir werden den gerechten Kampf zu den Göttern bringen. Was ist denn den gerechten Reif? Kampf? Da. Wir befreien Krakon. Ja. Was, wer oder was ist Krakon? Der Blutrochenkönig Valtor. Das ist der Alvaran, ja, von dem wir gehört haben. Und ihr wisst, wo er ist? Da. Bornjev hat Träume. Guckt Rüstung. Er ist Auserwählter von Seelf und Volk. Ich würde jetzt mal ein Odem zaubern. Weil mich diese Rüstung, wenn ich schon darauf hingewiesen werde, natürlich dann auch interessiert. Ja. Lass mir jetzt Zeit dabei. Ich glaube, Magie konnte würfeln, wer es gestattet ist. Ja, also es sind magische Runen. Hast du Istira als Schrift? Gibt's Istira? Nein. Nee, ist Astaria, ne? Nein, Astaria. Ja, habe ich wieder noch. Ja, dann erkennst du es auch nicht. Es sind irgendwelche Runen. Sie sehen filigran aus. Und Boltax erkennt, dass die Rüstung magisch ist. Kennst du dich mit Elfenmagie aus? Ein bisschen, also ich hatte ja ein bisschen... Sie sieht natürlich aus. Okay. Sehr, sehr natürlich, sehr nicht elementar, nicht djinnisch, aber ja, so als würde sie gewachsen sein, diese Rüstung. Ja, ich hatte ja unseren guten Elfen ein, zweimal zaubern sehen und ja. Mendarion. Also genau. Richtig, also Bornjev ist selber nicht magisch, aber seine Rüstung. Ja, also ich hätte mir ja auch nur die Rüstung angeguckt. Das war ja, ich habe jetzt ja nur ja, speziell darauf geschaut. Ja, generell auf Bornjev. Also Bornjev selbst nicht, aber die Rüstung. Okay. Ah, eine wirklich beeindruckende Rüstung. Die kann einiges, da steckt viel Kraft drin. Auswiesen wir. Also, ihr habt den Reif der Wellen, gebt ihn uns und wir befreien Valtor für den gerechten Kampf der Götter. Wohin führen euch eure Visionen? Ja, ich kenne eine Richtung. Ich weiß, dass er irgendwo im Nordosten von hier liegen muss. Nordosten? Wie ungewöhnlich. Wir hatten nach unseren Nachforschungen ihn im Westmeer erwartet und deswegen die Sache zunächst ausgeschlossen. Nicht. Da die Inseln im Nebel sind überall. Ihr habt vielleicht gehört von Filiasson. Er hat die Inseln im Nebel im Westmeer gefunden, aber sie sind auch im Ostmeer. Wir suchen die Lyrfeier und befreien, nachdem wir die Lyrasala gefunden haben, den Rochenkönig. Sie sind miteinander verbunden. Nun, das klingt auf jeden Fall nach einem wertvollen Beitrag. Schickt mir Netia. Ich weiß nicht, wer das ist.